Hallöch, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. So, wir waren in der letzten Folge bei Quahotrons Grab, aber er hat uns einige Fragen aufgegeben, oder nee, besser gesagt, wir haben erst die erste Frage gehört und die konnten wir nicht beantworten. Darum hat uns Satoras die Aufgabe gegeben, dass wir zu der Bibliothek der Gelehrten gehen sollen. Und diese Bibliothek liegt weit im Norden. Ich weiß es nicht, ob wir bei dieser Bibliothek schon waren. Aber was ich jetzt mal machen würde, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal im Norden um. Oder die Bibliothek ist dort, wo diese Orks waren. Als wir mit den ganzen Piraten auf Reptilienjagd waren, auf Razorjagd. Aber ich schaue erstmal kurz, was wir noch hier für Quests haben. Skips auf dem Trockenen. Bis wohin ist eigentlich Raven? Ja, das ist noch. Die Fort der Wassermagier. Satoras schickt jemanden namens Lance in den Sumpf der Banditen. Satoras fürchtet, dass Lance nicht sehr weit gekommen ist. Eigentlich müssen wir noch auf den schon getroffen sein. Oder haben wir uns im Sumpf gar nicht mal so umgeguckt? Na, der Sumpf ist ziemlich groß, gell? Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir gehen einfach zu den Piraten und dann gucken wir uns dort mal um. Zum Banditenlager ist falsch. Sumpf ist auch falsch. Ist das richtig? Zum Tal ist auch... Ne, Tal ist richtig. Oder? Nein, Tal ist total falsch. Das ist aber richtig. Zum Canyon. Canyon war es. Perfekt. Genau. Leider können wir jetzt keinen Piraten mehr mitnehmen, oder? Ich glaube, das dürfen wir leider nicht. Das Problem ist halt bloß, gegen diese ganzen Orks haben wir irgendwie noch nicht so eine Chance. Aber wenn wir jetzt hier sind, dann ändere ich doch nochmal die Rüstung. Weil die ist ja deutlich besser. Diesmal aber bloß daran denken, dass wir die ausziehen. Falls uns jemand angreifen sollte. Guck mal da, das sieht aus wie im Tempel. Weit im Norden, wir sind hier weit im Norden. Das könnte echt der Tempel, Bibliothek der Gelehrten sein. Aber das Problem ist, dass hier Orks hausen. Vielleicht sind es ja nur Späher und keine Krieger oder Beißer sind die auf jeden Fall noch. Ach, da kommt schon einer. Perfekt. So, mit unseren... Hä? Wie hauen wir den nochmal? Irgendwie kriegt der nochmal Damage. Na egal. Das finde ich gut so. So. Irgendwo waren doch hier die Orks. Aber wo Beißer sind, wo Orks sind, nee, wo Beißer sind, sind Orks auch nicht weit. So rum. Aber sind jetzt hier nur Beißer? Ich habe hier auf jeden Fall schon Orks gesehen. Als wir auf der Jagd waren mit den Piraten, waren hier ganz viele Orks. Nee, die werden ja noch da sein. Oder vielleicht auch doch nicht. Interessant. Wo sind die hin? Da! Da ist ein Ork. Naja, wäre schöner gewesen, wenn sie doch nicht da wären. Das ist ein Fisch. Ein besonderer Fisch. Bloodwinds Kopf haben wir auch noch in der Tasche. Weiß nicht.
Noch ein Fisch. Naja. In den Fischen ist bestimmt kein Zettel drin. Da sind die ganzen Orks. Und noch Schamanen. Anführer der Horde. Beißer. Ork-Schamane. Ork-Krieger. Beißer. Wie sollen wir das denn machen? Guckt euch mal an, wie viele Orks es sind. Ja, ist ja alles voll mit Orks. Wie habe ich den denn vorher nicht gesehen? Ja, das scheint auf jeden Fall. Es ist, oh nein, jetzt kommt er. Ah, das wollte ich gar nicht. Na, jetzt bin ich eh weg. Ja. Aber hier sind die Gegner ja auch ziemlich schwer. Wir können ja doch erstmal woanders hingehen. Leichter Fisch. Aha, vielleicht ist das was. Jetzt schaue ich mal ein bisschen genauer nach Fischen. Das war schwarzes Erz, genau. Was ist das für ein Keilerfell? Keilerfell! Was ist das? Schwarze Perle. Oder sind die schon viel... Hier, leichter Fisch. Irgendwas ist in diesem Fisch versteckt. Drei Gegenstände erhalten. Ach, da waren einfach nur Dietriche drin. Ach, schade. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal da durch. Durch diese kleine Höhle. Durch den Stollen. Bis wir auf der anderen Seite rauskommen. Weil das haben wir noch nicht gemacht. Und das würde ich gerne mal machen. Hallo? Und jetzt los. Okay. So. Wo ist denn das? Ach, das ist... Ist das hier? Müssen wir hier hoch? Ich habe gedacht, das wäre das da drüben, die Höhle, wo wir schon mal drin waren. Aber nee, das sieht so aus, als geht es halt echt hier lang. Hallo? Die will nicht? So. Ach, guck mal hier. Hätte ich fast übersehen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So. Mensch. Ah, Bluthunde. So. Hui. So, komm jetzt. Hauen wir den jetzt um. So, komm jetzt. Bam. Hm. Naja, wir haben auch Schaden genommen. Aber gut, dass es nur einer war. So. Perfekt. Und was war das für ein Bogen?
hab einfach nur... Hier, Buchenbogen war es, glaube ich. Irgendwas mit B. Das könnte es ja dann sein. Naja. Er könnte gewesen sein. So, Ratten. Und noch ein Schatz. Perfekt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ah, eine Steintafel, sieht cool. Hoffentlich eine, die wir jetzt lesen können. Hat sich das nämlich echt gelohnt. Sagt er gar nichts. Er zuckte nur mit den Schultern, okay. So. Schauen wir mal. Oder das war einfach nur so eine normale. Aber ich hoffe drauf. Ah, sieht nicht gut aus. Ah doch, Steintafel des Zweierkampfes. Kriegen wir einfach nochmal plus zwei, das finde ich gut. Sehr, sehr gut. Fokusstein haben wir auch noch dabei, natürlich. Dunkelpilz. Mit irgendeinem Pilzen, ich weiß nicht, ob es Dunkelpilz war. Konnte man doch dann, hat man doch irgendwie ein bisschen mehr Mana bekommen. Ich weiß nicht, ob es Dunkelpilz war. Ich google mal kurz, Dunkelpilz. Da, Mana plus 5, wie geil. Also, fressen wir jetzt immer Dunkelpilze. 50 Pilze ist plus 5 Mana. Naja. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen Mana bekommen. Wenn wir noch ein paar Wüstenratte, wenn wir noch ein paar Äpfel essen, finden, dann essen wir die nämlich auch. Dann kriegen wir nämlich noch Stärke dazu. So. Hier müssen wir ein bisschen mehr kritischen Schaden, ihr Ratten. So. Also irgendwie kriegt ihr immer noch ein bisschen Damage, ich weiß nicht. Weiß nicht. Hallo? So. Sind es nur kleine oder? Minecrawler, einfach nur Minecrawler. Aber keine Krieger. Oh. Direkt mal zwei kritische reingehauen. So. Da ist noch eine Truhe. Ich schau nochmal kurz auf die Karte. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Okay, einfach auf dem Weg dort drüber zu. Weiß nicht, wie er hieß. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts. Links, rechts. Normaler Fisch. Bisschen Gold und Mana-Trank. Ah, ein paar Ratten. Komm. So.
So. Rechts. Okay. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Rechts. Nein. Rechts, links, rechts, rechts. Nein, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. So. Schwefel. Trank, ein Lederbeutel. Nochmal links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links. Geweihtes Wasser. Kommen wir wieder zu der gleichen Höhle zurück? Wahrscheinlich, oder? Das scheint mir... Ja, das ist einfach eine Riesenhöhle. Ja. Tatsache. Aber das ist ein Krieger. Das ist ein Krieger. Der eine war ein Krieger. Ich schau nochmal kurz, weil ich glaube, da lagen noch ein paar Pilze rum, oder? So. Da haben wir noch einen Ring. Na gut, dass wir nochmal zurückgelaufen sind. Perfekt. Na komm du. So. Na, noch nicht. Nein. Noch, Mann. Oder vielleicht klappt's ja so. So. Hehe, perfekt. Da ist er. Der Warrior. Der kriegt echt immer noch so einen kleinen Damage hinterher, schon wieder. So, komm. Und drauf. Und drauf. Einfach nur die ganz normalen Minecrawler-Zangen. Okay, die sind echt zu viel. Oder? Na, na, komm. So. Hau drauf. Vollständige Regeneration brauchen wir nicht. Na, ich hätte die Pilze fressen können. Naja. Oh. Versuch. So.
Bäm! Also es klappt echt gut. Es klappt echt richtig gut. Habe ich die jetzt schon ausgenommen? Nee. Nö, haben wir echt nicht. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's hier weiter in der Höhle. Bisschen noch Minecrawler kloppen. Da hinten ist schon wieder nächster Schatz. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.